Frau Levisia, Hermann Schmittendorf, herzlich willkommen in unserem Eisenbahnmagazin. Haben Sie sich vielleicht schon mal gefragt, wie bei einer Dampflok eine Dampfstrahlpumpe funktioniert? Falls ja, jetzt kommen die Erklärungen. Und zwar von unserem Dampflok-Experten aus dem Berliner Museums-BW Berlin-Schöneweide. Viel Spaß! Wir sind jetzt hier bei uns im Schulungs- und Vereinsraum. Hier finden die Vereinsversammlungen statt. Hier werden Kesselwärter- und Techniklehrgänge durchgeführt, sodass wir hier natürlich auch entsprechend Material vorfinden, um den Unterricht anschaulich gestalten zu können, wie zum Beispiel hier das Schnittmodell einer Dampfstrahlpumpe. Schön zu sehen ist der Aufbau mit dem Düsenstock in der Strahlpumpe, dem Gehäuse, mit den verschiedenen Kammern, mit dem Schlabberventil. Und an diesem Schnittmodell kann man schön die Funktionsweise dieser Speiseeinrichtung des Kessels erklären. An dem Anschluss liegt die Leitung, wo der Frischdampf zugeführt wird. Wenn ich jetzt Wasser aus dem Tender in den Kessel speisen möchte, wird über diese Spindel die Pumpe leicht geöffnet. Dampf tritt hier ein, strömt durch den Düsenstock zunächst in die Schlabberkammer. Als allererstes wird durch den Dampfeintritt dieses Schlabberventil angehoben. Danach füllt sich die Kammer entsprechend mit Dampf. Dieser Dampf kondensiert und durch das Kondensieren des Wasserdampfs wird das Volumen des Kondensats gegenüber dem Dampf massivst verringert, was dazu führt, dass ein Unterdruck aufgebaut wird. Dies führt dann zum Schließen dieses Ventils und durch diese Leitung, die hier unten anliegt, die zum Tender führt, wird das frische Speisewasser angesaugt. Steht es dann hier drin, das hört man dann nach dem Schließen des Ventils, erhöhe ich die Dampfzufuhr. Und dann wird mit Hilfe des Frischdampfs dieses anliegende Wasser durch diese Druckleitung über die Speiseleitung in den Kessel gedrückt. Wenn ich den Pumpvorgang beende, drehe ich die Spindel mit einer schnellen Drehung zu und dann würde das Rückschlagventil am Speiseventil den Kessel wieder verschließen und der Pumpvorgang wäre beendet. So viel zum Thema Dampfstrahlpumpe. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.